Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Kurz vorab, dies ist eine Dauerwerbesendung und alles, was ich gleich erzähle, ist alles meine eigene Meinung. Starten wir direkt mal durch, wir reden heute über Star Wars, man kann schon sehen. Episode 8, die letzten Jedi, das ist die DVD dazu, aus den Jahren 2017 und geht ganze 152 Minuten lang. Ich mag ja die alten Star Wars Filme und ich mag auch Episode 1, 2 und 3, mochte ich auch eigentlich ziemlich gerne. Ich bin kein großer Fan davon, von Star Wars. Ich mag sie sehr. Deswegen schaue ich sie mir jetzt erst an, die neuen Episoden. Und den siebten Teil habe ich ja ein Video von gemacht. Da war ich ja ein bisschen enttäuscht von. Und habe alle Hoffnung auf Teil 8 gelegt, weil ich wusste, Luke Skywalker kommt zurück. Eieieiei. Was war denn da los? Mein Gott. Habe ich mir den gestern angeguckt. Ganze 152 Minuten lang. Star Wars Episode 8. Die Erwartungen waren sehr hoch. So tief sind sie gefallen. Mein Gott. Nein. Die ersten 5 Minuten habe ich gedacht, der ganze Film, also der Anfang ist eine Fortsetzung von Spaceball Teil 2. Da war so ein Kriegsschiff, dann ein kleines Schiff und dann unterhielten die sich über Funk und der eine hat den anderen so ein bisschen veräppelt, verarscht. Und ich dachte nur, wo bin ich jetzt? Star Wars oder gucke jetzt wirklich Spaceball Teil 2? Ich weiß es nicht ganz genau. Und das war schon für mich der Einstieg, wo ich dachte, oh, nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Es war so richtig lächerlich irgendwie der Anfang. Naja, ich habe dann weitergeschaut, da kam erst ein bisschen Action, war auch alles gut und schön. Ich wartete eigentlich die ganze Zeit auf Luke Skywalker. Ja, dann ging es ja auch weiter mit Luke Skywalker. Ich nenne ihn ab jetzt dann nur noch Opa Brummbär, weil er ist immer schlecht gelaunt und immer ein bisschen brummig und er weiß nicht ganz genau, ja, soll ich die Rey jetzt helfen, soll ich nicht helfen und hoch und hier und ach, alles scheiße, das ganze Leben ist doof und ich habe Fehler gemacht und ja und ah, ging mir dann auf den Sack und dann waren die beiden ja immer alleine da auf der Insel, ne? Ha, der Film war so spannend wie so ein runder Keks. So spannend war der Film. Mein Gott. Dann sollte doch Luke Skywalker die Rey trainieren. Er sah in ihr auch die Macht, aber er wusste nicht, welche Macht. Die dunkle Seite, die gute Seite. Ja, und dann das Training. Da musste die Augen zumachen. Dann musste die Hände so machen. Und dann ging er mit so einer Blume an ihre Hände und dann ein bisschen an Kribbeln, merkst du die Macht und die Rey, ja, ich merke die Macht, ah, hab dich verarscht, ist hier nur so eine Blume oder so. Was soll der Scheiß? Der ganze Film fühlte sich an wie eine große Parodie. Wirklich, es hörte gar nicht auf, so, diese Witze, die überhaupt nicht witzig sind, da reinzubringen. Die sind überhaupt nicht passend in dem Film. Boah, mein Gott, und dann die Gegner, die oberste Macht. Alter, das ist auch ein Haufen. Was soll er darstellen? Ich sag mal so, den Snoke akzeptiere ich ja. Den kann ich mir als Bösewicht gut vorstellen. Aber da haben wir ja dieses Mutterkind, diese Hackfresse. Wie heißt er? Kylo Ren. Oder Ben Solo, wie auch immer wieder genannt wird. Was ist das denn für eine Pfeife? Wenn ich den immer schon sehe, der... ich denke, nein, das ist doch kein Bösewicht, das ist doch Muttersöhnchen. Was will der? Ganz schlimm. Der wurde übrigens ja in Episode 7 ja von der Rey besiegt und die hatte nicht mal ein Lichtschwert in der Hand und wurde davon besiegt. Ist ja alles kein Thema, das ist ein Schwächling. Total schwach, das Ding. Und dann unterhalten die sich über Ferne, Ich will gar nicht so viel böses Wort, doch ich muss es leider. Ich mag nicht gerne Schlechtes über Star Wars sagen. Aber die Episode, das war für mich ganz schlimm, der Film. Der war ganz schlimm. Ganz am Anfang, Luke Skywalker, unser Luke Skywalker, was macht der? Da sind so riesen Monster mit 4 Titten dran. Da melkt er ein Tittchen davon, tut es in der Flasche auffüllen und hat da so eine Art blaue Milch da drin und trinkt die. Was soll das? Was soll der Scheiß? Also... Und dann haben wir auch Finn wieder da drin. Wie in Episode 7 weiß ich nicht, was er in dem Film soll. Ich weiß auch nicht genau, was er da macht.
Er wacht mal wieder auf. Dann will er wieder abhauen. Dann wird er erwischt, wie er abhauen will. Dann kehrt er wieder zurück. Dann will er wieder dies, dann will er wieder das. Dann auf einmal sollen die mal wieder auf so einen Sternzerstörer drauf. Oder ein Kriegsschiff. Und dann sollen die wieder irgendeinen Code da eingeben. Da brauchen die erst einen Schmuggler. Da müssen die jetzt wieder zum anderen Planeten den Schmuggler holen. Der Schmuggler ist aber pfiffig und verrät die anderen nachher. Das ist alles so, für mich ist das immer so langgezogen. Das gehört irgendwie alles... Irgendwie, das ist nur langgezogen, damit der Film lange geht. Ich weiß es nicht. Es ist für mich alles absurd. Der ganze Film ist für mich absurd. Und das Ende, ich verrate das Ende, ich schätze mal, jeder hat den Film geschaut. Da haben wir Luke Skywalker, der tritt nachher gegen so eine Armee da an, ist aber nur so ein Hologramm. Er ist eigentlich noch auf seiner Insel, hat aber hier seine Mächte eingesetzt und dann sehen die den da und dann kämpft er da so ein bisschen. Ja, nach dem Kampf ist er dann immer noch, also ist auf seiner Insel und stirbt. Er verschwindet. Wahrscheinlich in. Er steigt auf in im Himmel der Jedis. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Auf jeden Fall ist er tot. Warum auch immer. Ich wollte einen Luke Skywalker sehen, der in ein Raumschiff reingeht, der da reinfliegt, der da kämpft, der da alles zusammentrommelt und richtig Action macht. Und nicht sowas. Das ist von. Dann haben wir Layla, die wieder am Anfang des Films im Weltall katapultiert, fliegt dann aber vom Weltall wieder zurück ins Raumschiff. Wie macht die das? Warum passiert das? Ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles nicht. Leider der letzte Film ja von Carrie Fisher, danach ist sie ja verstorben, schade ist ja auch noch am Abspann, ist nachher noch ein Andenken von Carrie Fisher. Ja, schade, dass sie verstorben ist. Aber jetzt haben wir sozusagen ja... Ah ja, Yoda! Yoda war auch noch da. Yoda tauchte noch mal kurz auf. Als Hampelmann. Da tauchte auch noch auf. Sprang dreimal rum. Und dann war es auch zu Ende mit Yoda. Der ganze Film war eine Beleidigung, glaube ich, wie Star Wars-Fan. Wie gesagt, ich bin kein großer Star Wars-Fan. Ich mag Star Wars sehr gerne. Ich mag... Wie man sieht, ich kaufe gerne Star Wars, ich schaue mir die gerne an. Aber ich bin jetzt kein großer, intensiver Fan davon. Aber für alle Fans, die diesen Film geschaut haben, für diese richtigen Fans, muss das doch ein Tritt in die Eier gewesen sein, oder? Vielleicht irre ich mich auch, das ist alles nur meine eigene Meinung. Aber, also ich muss sagen, es war mit Abstand der schlechteste Film von allen. Selbst Teil 7 hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als diesen Schwachsinn. Für mich ist es eine Parodie auf Star Wars. Mehr ist es für mich nicht. So, jetzt haben wir ja noch Episode 9 vor uns. Oder ich habe sie noch vor mir. Ich habe Episode 9 noch nicht geschaut. Ich werde mir den anschauen. Und vielleicht habe ich ja Glück. Und das Blatt wendet sich nochmal. Und der 9. Teil reißt es nochmal so richtig raus. So richtig BAM. Ach ja, und ich habe gedacht, die Rey hat ja Jedi-Kräfte in sich. Und ich habe gedacht, da kommt noch irgendwie ein Twist. Das ist die Tochter von den und den und den. Nee, das wird so am Rande erzählt. Ja, deine Eltern sind Schrotthändler, die haben dich verkauft an einen davon. Und die sind schon verstorben und verscharrt auf irgendeinem Planeten. Und das wird so am Rande erzählt. Ich dachte, jetzt kommt noch mal was, woher die Macht hat oder keine Ahnung. Nichts, einfach nichts. Der Film ist auch pur langweilig. Wie gesagt, dieser Kylo Ren, der ist für mich sowas von uninteressant, den nehme ich nicht mal ernst als Bösewicht. Der Kackhaufen da, was will der denn? Was will der denn? Der kann ja nichts. Der kann nicht kämpfen, kann nicht führen, der kann nichts. Nichts. Da haben die da einen hingestellt und die Fresse will ich die mal sehen. Meine Fresse. Boah, mein Gott, ey. Entschuldigung, dass ich so schlecht über den Film rede, aber der Film ist nun mal schlecht. Es tut mir wirklich sehr leid. Wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ich werde ja dann den 9. Teil auch noch ein Video von machen. Und ich hoffe, er wird positiver, dass ich ihn hochlebe. Ach, ihr müsst den Film noch bewerten, von der Skala 1 bis 10. Eine 5 gebe ich nicht, aber ich gebe dem Film eine 6,5. Weil teilweise, ich sag mal, man kann sich den Film anschauen. Abends um 20.15 Uhr, man kann ihn anschauen. Dann schaltet man den Film wieder aus und denkt sich, ah, so eine Scheiße, 2 Stunden oder 2,5 Stunden,
Zeit vergeudet, aber er ist nett anzuschauen, aber das war's dann auch. Er ist schnell wieder vergessen. Es ist kein Highlight-Film. Meine Meinung. Alles meine Meinung. Alles klar. Man sieht sich. Ciao.